Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist die The Vegan Way of Beauty Edition von der Glossybox bei mir angekommen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe tatsächlich von dieser Box zwei bestellt. Also einmal die, die ich hier hochhalte und einmal hier in diesem Karton eine weitere und ja, die wird in diesem Video verlost. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Naja, du musst einfach Abonnent meines Kanals sein und das am besten sichtbar und am besten mit einer aktiven Glocke, damit du auch keins meiner tollen Videos verpasst, falls dich das interessiert, was ich hier so treibe. genau, deswegen, da kannst du dann an der Verlosung teilnehmen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr alle dran teilnehmen würdet, weil ich habe gehört, dass der Inhalt von dieser Box sehr geil sein soll. Und zwar ist das eine Special Edition von der Glossybox. Die haben ja auch immer mal wieder so Special Edition Möglichkeiten, wo du dann quasi Glossy Points einlösen kannst von die du bekommen kannst, wenn du zum Beispiel Freunde werden Freunde machen. Also wenn ihr zum Beispiel die Box abonnieren möchtet, könnt ihr meinen Code hier verwenden. Dafür bekomme ich Glossy Points und kann dann halt quasi auch von diesen Glossy Points mir diese Boxen holen. Die kannst du dir auch regulär holen. Zum Beispiel konnte man die als Abonnent für 29 Euro kaufen, als Nicht-Abonnent für 39 Euro. Und es gab aber auch andere Codes, sodass man auch als Nicht-Abonnent die für 30 Euro hätte bestellen können. Bla bla bla. Auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe sie hier und ich möchte sie gerne auspacken. Vielleicht gibt sie sogar noch, dann verlinke ich dir die unten in der Infobox, schau da einfach mal vorbei, da stehen auch immer mal wieder so nützliche Informationen drin, zum Beispiel, keine Ahnung, was das für ein Kleid ist, habe ich dir verlinkt, da habe ich einen Hunder von Sammy dran, Entschuldigung, und ja, so, hier ist die Box. Sie schaut so aus und ja, ist in Kooperation mit der lieben Vanya, Kind of Rosie. Das ist auch eine liebe YouTuberin, die ich abonniert habe, weil ich die ziemlich cool finde und ich bin sehr gespannt, was sich hier drin verbirgt. Ja, würde ich mal sagen, wir gucken rein, beziehungsweise wir gucken mal kurz außen drum zu. Wir haben hier quasi so ein recyceltes Material, jedenfalls wirkt diese Pappe so. Dann hast du hier so dieses grün abgesetzte, also ne, die Glossybox springt auch auf den Trend auf und sagt, hey, yay, wir machen mit bei diesem ganzen veganen Trend, Hype, wie auch immer man das nennen mag. Finde ich interessant und ich bin sehr gespannt, wie die Glossybox es dann für sich umgesetzt hat. Also wir entfernen den Deckel, der auch von innen dann dieses schöne, coole Grün hat. Und ich sehe schon, die liebe Vanya, oh, diese Frau, die ist so hübsch, Leute. Ihr müsst euch die unbedingt auf YouTube mal angucken, ich sag euch das. Die hat die geilsten Wimpern der Welt. So. Ne, da ist nämlich das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Da sind die Produkte drin beschrieben, Anwendungshinweise, manchmal auch Inhaltsstoffe und halt die Preise. Und das ist die liebe Vanya. Oh, die ist so schön. Ich meine, guck dir mal diese Wimpern an. Ich weiß nicht, ob meine Kamera das so einfängt, aber die hat die geilsten Wimpern der Welt. Das ist echt Wahnsinn. Die ist so hübsch. The Vegan Way of Beauty Edition bei Vanya. Voll cool. Genau, dann haben wir dieses Mal hier die Box mit einem grünen Seidenpapier. Dann haben wir hier ein weißes Schleifchen. Das ist natürlich alles ziemlich hübsch designt. Und es riecht soweit nach nichts. Es war übrigens auch ein Flyer mit dabei, weil ich habe jetzt diese schwarze Umverpackung schon weggenommen. Ich weiß gar nicht, irgendwo müsste ich doch noch... Genau, den habe ich mir nämlich hier zur Seite gelegt. Die Vanya Kind of Rose, die hat nämlich auch so ein Haaröl rausgebracht. Und hier ist so ein 15% Rabattcode. Mit dem Code ROSY7715 kann man dann entsprechend 15% bis zum 31.01. nur, okay, sparen, wenn man ihr Haaröl sich bestellt. Finde ich sehr interessant. Da spricht sie auch immer wieder von, das ist nämlich sehr natürlich, vegan, tierversuchsfrei, ohne Parabene, ohne Silikone, ohne Mikroplastik, mit Arganöl, Jojobaöl, Mandelöl und Rosenöl. Hört sich ziemlich geil an, ne? Und die Frau ist nicht nur wunderschön, sondern sie hat auch ziemlich geile Haare und tolle Wimpern und ach Mann, ja, eine Frau, von der man wirklich schwärmen kann. Auch als Frau darf man das mal machen. genau, dann haben wir hier das Schleifchen, was wir einmal öffnen. Und ich sehe schon, ne, die Box ist ziemlich prall gefüllt. Das steht hier alles ziemlich hoch. Da, wo drin ist. Die ist echt prall gefüllt. Sonst bist du ja fast schon von dem Krüppelpapier angesprungen. Aber so siehst du dann halt wirklich mit dem Blick in die Box, was da alles so drin ist. Das sieht schon sehr vielversprechend aus. Also ich nehme als erstes mal das Produkt raus, was auch in der Sneak Peek drin war. Sprich das, was wir per E-Mail zugeschickt bekommen haben, was drin sein soll. Ziemlich riesig diese Verpackung hier hinten drauf, ne? Okay, kann man das irgendwie auseinanderziehen oder so? Warum ist denn das so merkwürdig?
Keine Ahnung. Doch, das kannst du hier. Und dann kannst du es hier so auseinanderklappen und hast dann noch so zusätzliche Infos. Das ist von Birkenstock etwas. Also wirklich von den Schuhen, ne? Moisturizing Eye Contour Balm. Also 7 Milliliter von so einem Augenbalsam von Birkenstock. Ich finde es immer wieder interessant, wenn wirklich Firmen, die normalerweise eher so Modefirmen sind, dann auch in die Kosmetikindustrie gehen, weil es ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Hier haben wir diesen, sieht das nicht geil aus? Hier unten hast du halt so richtig Kork, ne, dieses Birkenstock-Gedöns. Ist das dann Kork oder ist das dann Birke? Ist das Birkenkork? Genau, als Fuß quasi. Und dann oben halt dieses Serum. Das scheint irgendwie so eine Art metallisches Plastik zu sein, weiß ich nicht. Und dann ist es hier oben so ein Pumper. Also das werde ich auf jeden Fall mal testen. Ne? Ich bin ja normalerweise voll der Fan von der Clinique All About Eyes. Aber ne, wenn Sachen so süß und niedlich und hübsch verpackt sind, dann probiere ich das auch mal aus. Aber so eine riesen Verpackung für so ein kleines Produkt. Hier steht halt auch, was man dazu noch alles sich holen kann. Aber ein Reinigungsgel, feuchtigkeitsspendende Creme und so weiter. Aber all das hätten die auch besser in das Heftchen reinschreiben können. Dann hätten die das Produkt gar nicht so groß verpacken müssen. Meine Meinung. Okay, ja. Dann habe ich hier ein bisschen dekorative Kosmetik drin. Catrice Clean ID Mineral Swirl Highlighter. Das ist dieser hier. 7 Gramm sind enthalten. Und das ist die Farbe Silver Rose. Ich muss sagen, ich habe da öfters mal vorgestanden und überlegt, möchte ich den haben, möchte ich den nicht haben. Ich habe mich dagegen entschieden. Warum? Weil der sehr, 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 sehr schwach pigmentiert sein soll. Und ich hader gerade so mit mir, ne? Nee, den werde ich jetzt auch nicht swatchen oder so, weil ich denke, dass ich den auch weitergeben werde. Weil ich bin jetzt aktuell auch so ein bisschen dabei, meine... Das hört sich immer so blöd an, weil ich lade ja auch ständig Hauls hoch und ich kaufe ja auch tatsächlich neue Produkte, aber das mache ich ja auch, um sie zu testen. Aber ich möchte meine Sammlung wirklich so gestalten, dass ich da auch nur Produkte drin habe, die ich wirklich gerne verwende, wo ich unheimlich gerne zu greife und nicht Produkte, die ich in die Hand nehme und dann wieder weglege und doch ein anderes Produkt nehme. Weißt du, das ist so gerade so mit der Punkt, an dem ich stehe. Deswegen wird dieses Produkt wahrscheinlich eher nicht in meine Sammlung einziehen. Da muss ich erstmal noch eine Nacht drüber schlafen, tatsächlich, ja. Das soll aber ganz, ganz toll sein. Also von den Inhaltsstoffen her 96% natürliche Inhaltsstoffe und natürlich vegan, weil es ist eine vegane Box. Ja, aber ich bin da halt etwas vorsichtiger. Gebackener Highlighter mit Mineralien, seidig-zarte Textur, lichtreflektierende Pigmente, natürliche Strahlen, ne? Liebe deine Haut, ja, das hört sich alles ganz nice an, aber wir wollen jetzt hier mal nicht horten. Genau, dann haben wir hier ein Produkt, das war glaube ich auch, ja, das war auch in der Sneak Peek von Banana Beauty. Das finde ich super interessant und zwar ist es die Farbe Oh Baby. Das ist diese hier, die Banana Liquid Lipsticks, da scheiden sich die Geister. Manche lieben sie, manche hassen sie und ich habe mir gedacht, ich mache mir mein eigenes Bild. Deswegen mache ich mir den drauf, das ist hier halt so ein richtiges Rot. Es ist nicht so, als hätte ich nicht schon ziemlich viele rote Lippenstifte oder Liquid Lipsticks, aber trotzdem möchte ich es mal probieren. So, das, was jetzt auf meinen Lippen drauf war, habe ich jetzt runtergenommen. Das war so ein getöntes Vieh. Und hier haben wir dann den... Upsala. Huch. Ja, Liquid Lipstick. Der hatte einfach nur ein ganz normales, schmales, kleines Füßchen hier vorne. Oh, der riecht voll nach irgendeinem geilen Bonbon. Mmh, mega geil nach Kirsche. Boah, der ist voll flüssig und sanft und sehr stark pigmentiert. Da muss man sehr gut aufpassen. Also ich würde tatsächlich empfehlen, da auch einen Lip Liner zu verwenden, denn ich bin jetzt auch so ein bisschen über die Stränge geschlagen, sage ich mal. Also ich bin dann doch etwas weit nach oben und unten und links und rechts und so. Aber die Farbe gefällt mir richtig gut. Also ich mag dieses Kirschrot richtig gerne. Ich meine, das kennt man ja auch von mir aus den Adventskalender-Unboxings. Passt jetzt auch gerade ein bisschen zum Kleid. Das finde ich ganz cool. Und jetzt versuche ich den wieder reinzustecken. Genau. Ich finde das Packaging oder die Verpackung nicht so geil. Ne? Also ich finde diesen Deckel ziemlich... Ich hätte mir das tatsächlich etwas hochwertiger vorgestellt, weil Banana Beauty ist doch auch keine so allzu günstige Marke. Ne? Aber naja, der fühlt sich sehr angenehm auf den Lippen an. Ich bin jetzt gespannt. Ich werde jetzt ja noch ein bisschen weiter quatschen. Dann schauen wir mal, ob der vielleicht sich irgendwohin verkriechen will. Und ich habe hier natürlich noch einen Kaffee stehen. Deswegen werden wir nachher mal sehen, wenn er ein bisschen getrocknet ist, ob der jetzt abstempelt oder eben nicht. Er wird auf jeden Fall jetzt gerade immer trockener auf meinen Lippen. Ich habe ihn noch nur ganz zart aufgetragen und er war halt direkt so schön
mattierend. Ich mag nicht gerne so mattierend oder austrocknend, aber ne, dieses samtige Finish, dieses deckende Finish und einheitliche Finish. Genau, es war halt nicht fleckig, das wollte ich darüber sagen, genau. Genau, genau. Und jetzt schauen wir einfach mal weiter in die Box. Dann habe ich hier nämlich ein Lovega Lash Wimpernrevitalisierungsserum. Das finde ich ganz interessant, denn ich benutze gerade aktuell von, nicht Lovega, von Nutralash oder wie auch immer das heißt, ein Wimpernserum. Und das ist dann wahrscheinlich einfach die vegane Variante dazu. Das trägt man sich einfach auf wie ein Eyeliner. Kommt in einer Riesenverpackung, ist aber ein relativ kleines Produkt. Und das bleibt jetzt natürlich erstmal zu. Meins sieht sehr, sehr ähnlich aus, nur dass es irgendwie auch so Streifen drauf hat. Hier sind tatsächlich 3 Milliliter drin, das ist ganz schön viel. Und auch das wird dann nicht wirklich günstig sein. Ich denke, dass das auch irgendwie seine 40 Euro oder so kosten wird, wenn nicht sogar noch mehr. Ich glaube, das ist echt teuer, weil es sind ja sogar 3 Milliliter. Boah, ich bin sehr gespannt, wie da gleich auch die Preise sein werden. Beziehungsweise ihr seht das ja schon direkt, wenn ich es einblende. Wimpernseren finde ich cool. Bei manchen funktionieren Wimpernseren, bei manchen eben nicht so. Bei mir funktionieren sie relativ gut. Ich habe verschiedene schon ausgetestet und bislang muss ich wirklich sagen, so gut wie jedes Wimpernserum, was ich, also ja, jedes Wimpernserum, was ich verwendet habe, hat sehr gut bei mir funktioniert. Ich hatte damals wirklich so, ich habe sie mal Schweinsaugen genannt, also so kleine Krüppelwimperchen. Und seitdem ich Wimpernseren verwende, das mache ich jetzt schon seit bald 2 Jahren, meine Wimpern haben sich extrem gut entwickelt. Also ich benutze meistens ein Wimpernserum in Kombination mit meinem Rizinusöl, was ich auf Amazon kaufe. Kann ich dir auch gerne mal unten in der Infobox verlinken. Ist ein ziemlich geiles Zeug, weil du damit quasi die Wimpern pflegst. Also die Wimpern an sich, dass sie nicht brüchig werden. Das ist halt wie ein Haaröl, ne? Und dann verwendest du halt ein Wimpernserum, um eben das Wachstum anzuregen. Und wenn du beides halt gleichzeitig verwendest, dann geht die Party ab. Jedenfalls ist das bei mir der Fall und da habe ich einfach für mich den größten Effekt jetzt immer so bemerken können und habe da einfach ein sehr langes und dichtes Ergebnis von. Ja, genau. So ist das mir. Ne? Deswegen, geil. Wimpernseren, hallo, mag ich gerne und vor allem noch vegan, finde ich auch super interessant. Als nächstes haben wir von No Makeup ein 3-in-1 Cleansing Gel. Your 3-Face Cleansing Genius. Dein 3-Phasen-Reinigungs-Genie. Okay, ja, ein Genie. Ein Genie. Warum bist du ein Genie? Öl und Milch und Cleanser. Okay, das ist dann halt das 3-Phasen-Vieh. Finde ich interessant. Also Cleanser finde ich immer gut, ne? Also ich mache jeden Tag, dass ich mein Gesicht reinige. Natürlich, morgens und abends. Und wenn du dann hier... Doch, das hatte ich doch schon mal. Oder hatte ich das irgendwie anders? Ich weiß es nicht. Hatte ich das so oder hatte ich das anders? Ich weiß es nicht. Ja, sehr, sehr geil. Schön, wenn man sich selber mit sich selbst im Reinen ist. Okay, also das ist dann wahrscheinlich auch zum Make-up entfernen oder ist das nur zum Gesicht reinigen? Das weiß ich jetzt nicht so. Also hier steht halt nur porentief reine Haut. Also da steht jetzt nicht irgendwie, dass man da sein Make-up auch mit runterkriegt. Obwohl das hier drauf steht, ne? Beziehungsweise dieser Smiley mit nur einem Auge. Ist das jetzt das offizielle Zeichen für Abschminken, dass du ein Smiley mit nur einem Auge hast? Man weiß es nicht, aber das ist halt so meine Idee. Oh je, aus Orange und Ingwer kommt dann dieses Öl, ätherische Öl, porentiefreine Haut. Muss ich mal schauen, ne? Finde ich interessant. Gesichtsreiniger mag ich gerne, finde ich gut. So, und dann habe ich hier etwas, was sich ein Mascara nennt, von La Vera, eine Volume Mascara. Ich liebe Mascaren. Leute, Mascara und Eyeliner ist eben das, was ich jeden Tag verwende, was ich auch in meinem Alltag immer wieder verwende. Deswegen feiere ich es immer wieder, wenn ich eine Mascara in einer Box drin habe oder einen Eyeliner, weil es etwas ist, was ich auch wirklich verwende, also an dekorativer Kosmetik jeden Tag. Also so wie ich jetzt geschminkt bin, bin ich nicht im Büro. Ne? Also das ist jetzt halt quasi Freizeitlook, Claudi. Genau, also das ist auch noch komplett zu, die lasse ich auch erstmal zu und das soll eine Volumenmascara sein. Ja, die wird dann auf jeden Fall demnächst von mir mal ausgetestet, eingehend und dann schauen wir mal, weil jetzt kann ich sie leider nicht auftragen, weil ich habe ja meine Wimpern schon getuscht, macht keinen Sinn. Werde ich dann mal mit dir zusammen in einem Schminki machen und finde ich super schön. Doch, das finde ich cool. Ich mag Mascara. Ja, bist du eigentlich eher Team Gummibürstchen oder bist du eher Team Kunsthaarbürstchen. Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Meine Güte, da ist ganz schön viel drin, finde ich voll gut. Von Jean und Len oder Jean and Len, eine Haarkur Detox. Auch Haarkuren mag ich richtig gerne, weil es ist so, dass ich ja sehr lange Haare habe. Die gehen mir ja fast bis zum Po und die brauchen unheimlich viel Pflege. Jeden Dienstag und jeden Freitag verwende ich deswegen eine Haarkur.
Und da kommt mir die wie gerufen. Also Haarkuren kannst du nie genug von haben, weil ich die auch immer wieder verwende. Die Haarkur Detox mit dem Black Tea and Mate Duft, oh Mate ist jetzt nicht so ganz meins, ist ein wirksamer Schutz gegen negative Umwelteinflüsse für stark strapaziertes und kraftloses Haar. Der aus Moringa-Samen gewonnene Wirkstoff schützt das Haar vor umweltbedingtem Stress und Dehydrierung. Okay, also soll dann auch Feuchtigkeit spenden sein, ja. Reisprotein und wertvolles Sesamöl pflegen intensiv und verleihen Glanz und Geschmeidigkeit. Vegan ohne Parabene und Silikone. Das hört sich auf jeden Fall ziemlich interessant an von dem, was hier so draufsteht. Dann machst du das nach der Haarwäsche ins Haar rein, 10 Minuten einwirken lassen und dann ausspülen. Ja, das ist halt wie eine normale Haarkur, aber 10 Minuten ist schon ziemlich lang. Was machst du 10 Minuten? Ne? Durch die Gegend laufen. Okay, man kann bestimmt schon mal dran riechen. Ja, es riecht sehr natürlich, muss ich wirklich sagen. Also das wird verwendet, das ist ganz cool. Ja, ne? Das muss man sich mal angucken. Okay, so, jetzt haben wir hier noch ein Produkt. Foodspring. Das ist ein Fitnessdrink. Wie heißt das? Proteinriegel. Vegan Proteinbar. Chocolate Almond, also mit Mandel. Ja, also der Lippenstift darf jetzt tatsächlich auf die Probe gestellt werden. Zum einen durch Kaffee, zum anderen durch Nom. Das heißt, wir probieren erstmal den Kaffeetest. Also, es war klebrig jetzt gerade an meinem Finger, aber es hat nicht abgestempelt. Ne? Trinken wir mal einen Schluck. Prost. Prost Kaffee, sagt meine Stiefmama immer. Okay, ja. Ist jetzt auch nichts abgestempelt. Auf der Tasse, das finde ich cool. Noch einen Schluck. Ja, so das ein oder andere Pünktchen ist da schon dran. Aber na, wir gucken. So, jetzt wird erstmal so ein bisschen hier was gegessen. Hm. Proteinriegel sind auch immer so eine Sache für sich. Mag ich eigentlich so ganz gerne, muss ich gestehen. Ne? Ja, sieht auch aus wie ein Proteinriegel, nur halt mit ein bisschen Schoki mit bei. Riecht nach Schoki. Hm, der hat so schwarze Stückchen mit drin. Hm, lecker. Ja, da kommt schon mehr dran, ne? Also der ist jetzt nicht ganz hundertprozentig kussecht, wenn man das so mal sagen darf. Kuss, ja, so, ne? Ja, schade. Wäre jetzt geil gewesen, wenn ich jetzt so einen richtig, richtig krass geilen, ultimativen, kussechten Lippenstift gehabt hätte. Ja, also er hat schon abgestempelt. Wie lange der jetzt tatsächlich auf den Lippen bleibt, keine Ahnung. Ich lasse mich mal überraschen. Ich werde gleich nach diesem Video einmal mit Sammy spazieren gehen und danach wahrscheinlich dieses Video schneiden. Und dann kann ich dir ja mal reinschreiben, wie lange der Lippenstift gehalten hat vielleicht so. Ob er dann überhaupt noch hält. Mal gucken. Aber was soll ich in der Zeit machen, damit er abgeht? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken einfach mal, okay? Das war die vegane Box von der Glossy Box. Fand ich jetzt so als Start mal ganz interessant. Ich bin auch sehr gespannt, was die jetzt so draus machen werden. Machen die jetzt noch weitere Machen die jetzt noch weitere vegane Editionen, so wie die zum Beispiel auch die Glossy Box Young haben, die Glossy Box Men? Oder sagen die, okay, das war jetzt nur so eine einmalige Geschichte? Ich bin da wirklich gespannt drauf, was Glossy Box jetzt daraus macht. Ich fände es eigentlich ganz interessant, wenn die jetzt tatsächlich auch regelmäßig diese veganen Editionen rausbringen würden, weil man fühlt sich damit irgendwie sauberer, oder? Das kommt so irgendwie, da habe ich das irgendwie, dass ich mich dann sauberer fühle, wenn ich sowas verwende. Aber na, ne? Das war jetzt tatsächlich mein Unboxing. Mir haben die Sachen, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen. Ich denke, auch inhaltsmäßig sind wir da bei einem ordentlichen Wert. Und denk an die Verlosung. Ne? Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox drin. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!